Ja, hallo Freunde, hallo miteinander. Heute wollte ich euch mal einen kleinen Zwischenstand zeigen von meinen Kajoten. Nur leider, sehr viel ist da jetzt nicht gegangen. Habe ich mir eigentlich doller vorgestellt, dass da mehr wächst. Aber wir haben auch momentan ein Wetter, das ja hält zum Wünschen übrig. Immer nur noch Regen, Regen, Regen. Es geht jetzt schon seit den gesamten 2 Wochen so, seitdem ich die ausgepflanzt habe, regnet es nur noch. Jetzt hoffen wir mal nur, es kann sich ja nur noch bessern. Jetzt warten wir mal ab. Vielleicht entwickeln sie sich doch noch ein wenig besser. Ich habe hier auch noch was dazu gepflanzt. Hier habe ich 4 Riesenmais dazu gepflanzt. Ja, da kommt man sehen, also wie gut die mit dem milden, regnerischen Wetter zurechtkommen. Und bei den Kajoten, obwohl die schon viel älter sind, da tut sich leider nicht sehr viel. Aber jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Tja, schauen wir jetzt einfach mal. Ja, also hier sehen wir jetzt mal unsere Kajoten. Alle 3. Ja, also der ganz rechts, naja, der hat sich am besten entwickelt, möchte ich mal sagen. Der in der Mitte, naja, das ist ein bisschen das Sorgenkind. Der hat sich also gar nicht, vielleicht auch nur ganz minimal ein bisschen entwickelt. Und der ganz links, naja, der geht eigentlich auch wieder. Aber eben, ich habe mir es toller vorgestellt. Aber eben dieses Wetter momentan, es ist ja über Gesamteuropa momentan ein Mistwetter. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Es ist und bleibt ein Mistwetter. Jetzt habe ich noch was Schönes eingepflanzt. Das könnte ich euch gerade noch kurz noch zeigen. Eben. Ob die Pflanzen dort bleiben, kann ich euch nicht so genau versprechen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und zwar habe ich hier ein paar Riesenmaispflanzen hingestellt. Ein paar Riesenmaispflanzen. Ja, also hier, die sieht ganz gut aus, die auch. Und die da vorne sahen mal besser aus. Ja, da waren die lieben guten Schnecken dran und haben da einiges dezimiert. Ist halt Regenzeit. Ist halt Schneckenzeit. Was will man machen? Kann man nichts daran ändern. Bei diesen Maispflanzen weiß ich auch gar nicht, ob ich sie dort überhaupt stehen lasse. Oder ob ich sie vielleicht sogar wegtue, dass ich sie woanders hin tue. Dass ich sie dort ausgrabe. Je nachdem, wie sich die Kajoten da hinten entwickeln. Möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Kann sein, dass ich die noch wegtue woanders. Die kann man noch umpflanzen. Es ist noch nicht zu spät. Und drum einfach mal abwarten, ob sie dort bleiben. Aber was ich euch auch noch zeigen kann und will, das ist da drüben, haben wir noch was ganz Schönes angelegt, nämlich Geranien haben wir da angelegt. Und die sind also, ja, noch nicht alle, aber schon viele in schöner Blüte. Ja, jetzt hier, das sind unsere Geranien, haben wir jetzt dort auf den anderen Hochbeet eingepflanzt. Und also, ja, denen geht es eigentlich soweit ganz gut, möchte ich mal behaupten. Ja, eben vollständig am Blühen sind sie noch nicht, aber ich denke, die kommen. Ich habe sie auch wenn gekauft, das waren recht günstige, die waren im Angebot und habe gedacht, da kann ich sie nicht stehen lassen, die muss ich hier mitnehmen. Die sahen, wo ich sie ausgepflanzt habe, zusammen mit Michi, sahen sie noch viel übler aus. Die haben sich also jetzt in der Zeit, in den 1,5 Wochen, wo sie da stehen, wirklich ganz toll entwickelt, möchte ich mal behaupten. Und eben, ich sehe eigentlich so eine Ecke, wo sich die Wärme ganz gern drin staut. Hier hinter mir ist gerade eine Thuje, vorne dran ist gerade die Terrasse und oben drüber brezelt, also bei einem normalen Sommertag, die Sonne so richtig regelrecht rein. Und hier ist es recht warm. Und ich denke, da werden sie es schon gut haben. Wir haben aber noch mehr Geranien, nämlich unser Kupferkessel. Den haben wir auch mittlerweile wieder bepflanzt. Und der sieht eigentlich schon ganz hübsch aus, möchte ich mal sagen. Wenn ihr wollt, kann ich euch den auch noch kurz zeigen. Ja, das ist jetzt unser Kupferkessel hier. Der hat auch eine automatische Bewässerung und so wie man sieht, den Geranien geht es auch wirklich ganz gut.
da kann man wirklich nicht meckern. Die kommen also demnächst richtig in Blüte. Da haben wir sogar schon ein paar alte Blüten, haben wir wegrupfen müssen. Michi macht das immer so gerne. Na, ich mach's auch, wenn ich es gerade sehe. Aber Michi ist da meistens schon viel flinker, was die Verwelkten angeht, wegzurupfen wie ich. Also die haben sie auch ganz toll gemacht. Und eben auch erst anderthalb Wochen alt. Von diesen Kupferkesseln habe ich nochmal einen. Der ist allerdings ein bisschen verkrautet vorne dran. Kann ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Der ist gerade auf der anderen Seite. Ja, da ist er und Michi ist gerade am Auszupfen. Ja, eben. Da sind auch schon wieder ein paar Verblüte dran gewesen. Und die muss man immer ziemlich akribisch wegmachen. Die verblühten Blüten. Drum, ja, damit sie neu austreiben. Wenn man sieht, dass eine Blüte also wirklich schon am Ende ist, dann soll sie wegkommen oder es aufs Ende zugeht, dann sollte man sie wegmachen, dann treiben sie desto mehr neue Blüten aus. Hier die ganze Ecke vorne dran ist alles ein bisschen verkrautet, da muss ich jetzt wirklich mal was machen, aber eben das Wetter ist momentan so mies, ja, da macht einen die Gartenarbeit gar keine Freude. Und es ist irgendwie immer so verrückt. Immer dann, wenn ich Zeit hätte dafür, regnet es. Und wenn ich auf der Arbeit bin, ist das schönste Wetter. Aber das ist Murphys Gesetz und da kann man einfach nichts machen. Ja, Freunde, sind wir hier am Ende des Videos angelangt. Tja, Regenwetter, Regenwetter, Regenwetter. Woran liegt das? Tja, ich bin kein Meteorologe, deswegen kann ich es euch nicht so genau sagen. Aber über eins bin ich mir ganz sicher, es liegt daran, dass sich einfach die letzte Zeit zu wenig Menschen auf die Straße geklebt haben. Tja, deswegen macht alle mit, lasst euch kleben auf der Straße, dann geht das Wetter auch wieder auf und es wird wieder schöner. Tja, dann macht's gut und schönen Sonntag wünsche ich euch. Bis bald mal wieder. Ciao.